Jo, willkommen zu einem kleinen Let's Play-Video, wie auch immer. Ja, ihr seht schon, es ist kein Sniper-Elite und hier spricht auch nicht der Johannes oder Dominik oder was weiß ich. Und jo, ich mache nämlich vertretungsweise Armored Warfare für die nächsten zwei Samstage, also sprich diesen und den darauffolgenden Samstag. Weil nämlich jetzt am 20.08. sind sie nämlich am Köln, am Gamescom, genau, in Köln, in der Games, in oder an? Ach egal, bei der Gamescom. Und der Samstag danach, da ist irgendwie der Johannes wohl nicht da oder whatever. Und deswegen, jo, gibt es zur Vertretung mal Armored War für euch. Doch, das ist vielleicht auch mal ganz lustig. Ihr seht schon, der Chris ist dabei. Und jo, ich fahre den Jagdpanzer, er den, wie heißt das Ding? Als ob es Abraham. nicht dasteht, ne? Abraham. So, mal sehen, ob es jetzt mal klappt. Genau. Weil letzten paar Male war es ja nicht allzu so berauschend. Ja, warum nicht schon wieder ein Zehner, ne? Ja. T5 sind auch noch Leichtpanzer. Schwebpanzer. Das ist der Spielpanzer, den du entdeckt hast. Ja. Das Schlachtschiff. Ja, das ist, ja, der basiert ja auf dem T-14 Armata, ne? Seine Wanne. Ja. Alter, aber hat ein Geschütz von einem. Ja, alles klar. Ein Lustiger Panzer. Furzpanzer. Was? Ein Furzpanzer. Ja. Wo steht er? Wo steht er? Wo steht er? Ach, der steht hinter mir. Sieht ja so lustig aus, ja. Der sieht so ein Lacher aus. Ich sehe nur seine Front ganz flatt. Ah, ich glaube, ne, hübsch soll er ja nun nicht gerade sein, habe ich gehört. Ja, ich sehe ihn so ein bisschen als Silhouette, ja, sieht lustig aus, ne? Ich sehe Soll ihn. sein Arsch. Sein Arsch ist wie ein U. Lol. Sein Zwei Arsch, du guckst Hörner ihm auf den versetzt hat. Arsch, das macht man aber nicht, du. Ja, Oder mein gut, hier kann ich gut Hinterteil. aus der Ferne schießen. Achtung, ich raub dir gleich mal kurz die Vorfahrt. Ne, okay, brauche ich doch nicht. Nee, ich fahr mit dir Ich mit. Ich hab raube jetzt dir keinen mal Bock. kurz die Vorfahrt vor allem, ne? Habe jetzt keinen Bock, jetzt wieder an die Front zu hauen. Die haben eh den T90, also. Ja, dann. Lol, ich hab dann die Muschel. Ich komm direkt durch, wir haben gleich gekettet. Ach lol, das war eine Challenge 1. Lol. Der war gut, der Schuss. Lackschuss. Mensch, muss der sich jetzt immer so dämlich drehen? Ich war ein bisschen ab. Lol, ich hab ihn gekettet. Oh, jetzt hab ich daneben geschossen. Nee, Schrott. Ja. Oh. Ach, keine Durchdringung. Ich bin Ding. Da vorne ist so ein bisschen was los, ne? Kann das sein? Jo. Guck mal, Chris, ich fahre Panzer, ist das nicht schön? Jo. Fährst du auch Panzer? Ah ne, stimmt, du fährst ja Flugzeug oder so. Die Flugzeuge. Das sieht aus wie ein Flugzeug, dein Panzer. Du kannst es nicht leugnen. Naja, mit Ist viel jetzt nicht Fantasie. so. Ich gebe es erst zu, mit viel Fantasie. Da vorne oder ist da hinten? Ist er. Oh, ich bin nicht So. durchgekommen. Seine Gebäude mal zusammengeschossen. Oh, das ist aber nicht nett von dir. Vielleicht war da noch einer drin So, gekettet. und wollte da drin sich vielleicht einen wichsen oder so. Weißt du's? Das weißt du nicht. Oh Gott, der hat hier 10 Abraham, mein Ich bin aber gut Lieblingspanzer. durchgekommen gerade. Der hat auch nur die erste Aufrüstungsstufe, sehe ich gerade. Also. Der hat noch nämlich die Ära-Panzerung. Es gibt noch die Ära 2, glaube ich, als. Oh, ach, der steht direkt hier, der Penner. Ja Ja, gut, der ist das. vorgefahren. Ja, das habe ich jetzt nicht gemerkt, dass er direkt da stand. Den habe ich jetzt auch erst gesehen, ich glaube, ich kurz nur darauf geschossen. Ja, aber beim Schnee siehst du manchmal auch ja nicht, ne? Ja. Alter. Zum Glück haben die keine Tarnung.
Das wär's ja wohl noch. Ja, bin da. Die Mosche beim Häuser einschießen sind. Hoppla, hoppla. Achso, das kannst du gar nicht umfahren. Ich hab mich schon gewundert. Nee, die Dinger kannst du leider nicht umfahren. Da bin ich voll keine Gegenkreuz. Ich auch bald. Ich fahr mir einen Wolf zusammen, oder was sagt man jetzt dazu? Irgendein Tier war doch was. Bären? Ein Iglu? Nee, ist ja kein Tier. Eine Artillerie? War da gerade? Nee, PL1. Ja, doch, aber eine Art hat wollte auf mich schießen. Hab ich gesehen. Der mich an, ich hab da so ein ganz ungutes Gefühl. Das Schlachtschiff kommt. Ja gut. Hätte ich noch ein Quadrat, wäre der Kill meins gewesen. Ja. Ist schon möglich. Ach, jetzt gehst du mal direkt nach da hinten. Alter. Der zieht null, der Panzer. Ja, stimmt, du hast ja noch, ne? Ja, bitte. Schwache Motor. Ich hab noch den ersten Motor drin. Läuft bei dir. Aber die beste Panzerung so in dem Sinne. Ha, Sniper-Schutz. Irgendwie bin ich ein bisschen zurückgefallen, obwohl, ne, was macht unser T90 da? Der steht da dumm rum. Keine Ahnung. Ich kann ihn jetzt schnell fahren jetzt gerade. Oh, Chris. Ja, was? Aber ich schaff nur 30. Das ist aber nicht schnell. Oh, ja. Ich hab daneben geschossen, da habe ich mich wohl ein bisschen verschretzt. Super blärt, Junge. Voll, oh, jetzt bin ich nicht durchgekommen, da habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. Der muss ja ausrechnen, so ein Scheißbilder, wie geht's denn da wieder? Hm? Das ist so ein Scheißbilder, wie du kannst da von der Position nicht reinfeuern. Ne, das geht nicht. Das stimmt. Das ist unmöglich. Oh Gott, jetzt geht's bergauf. Ich will nicht einfach runterschießen. Oh, er schafft sogar 30 noch aufwärts. Also genügend PS hat er noch. Ja, das geht ja dann noch. Ja, ich bin wieder 50 km/h. Oh hoppla, steht der Berg auf. Da kann man glaube ich nicht drüber fahren. Da kann ich die hochfahren ohne Bedenken. Ja, ja, muss man mal langsam ein bisschen Damage machen. Ich habe nur 4666 bis jetzt gemacht. Weiß ich gar nicht mal, wie viel ich gemacht habe. Ach so, nur 6000. 5469. Oh, Artillerie. Was? Oh Gott. A2 Abraham Lieutenant. Na, warum nicht? Ist doch auch mal was. Das ist schwer zu killen. Also, wenn man weiß, wo man. Ach, da kam der durch. Gott sei Dank. Hat sich vorne gar nicht erwischt. Geht doch. Oh, Artillerie, weg hier! Wir haben kurz die Rauchwolke hier rechts neben mir gesehen. Ja. Warum nicht? Das war's, glaube ich, auch von der Position. Jetzt geht's ja mitten durch. Ja, das kann sein. Da vorne fährt das Schlachtschiff. Ja, gut. Der Hinterteil sieht so zum Tod lang aus, der Panzer. Warum lachst du die armen anderen Leute aus? Das macht man nicht. Ich will den Panzer zum Tod lachen. Also, ich würde den dann mal ansatzweise fahren. Da schätze ich mich wieder in den Leo rein. Ne. Da hinten steht ein Leo. Schon gesehen? Ja. Nee, geht drüber. Ah, und ich komme auch nicht durch. Das hat einen Grund. Ah, jetzt so. Wir kennen Treffer. Ich hab seine Kette jetzt komplett zerstochen. Zerstochen. Oh. Ich hab seine Kette zerstochen, ne? Hm. Die Artillerie ist eine Lüge. Wir müssen sie killen. Oder er, genau. Die ist tot. Weißt du, warum das eine Lüge war? Wieso? Da stand Tier 10. Es gibt keine Tier 10 Arte im Spiel. Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht sollte ich mal bei Gelegenheit wieder ein bisschen dichter anfahren. Ja. Yeah. Terminatoren, seid nicht so feige, ihr feige Scheißdinger da.
Alter, drei solcher Viecher sind hier gerade. Moment. Daneben. Alter, ich sehe manchmal nur den roten Balken von dem Ding. Sonst sieht man kaum was. Hm? Mich wurde gerade geschossen. Ich sehe aber kein Panzer. Achso, ist wieder Abraham. Achso. Ist ja nur der Abraham, ne? Feindlicher LKW, markiert! 16 Schuss habe ich noch, dann passt's ja. Alter, ist der schnell! Was, der Abraham? Ja, hab ich mir auch gerade so, so gedacht, ne? Da zwei, oder? Ja. Ach, das wird jetzt so blöd. Du stehst eigentlich der T90 hinter mir, wenn ich fragen darf. Du kannst Fragen stellen. Warum ist er jetzt hinter mir? Aus einer guten Frage. Was leicht aus. Hat wahrscheinlich Schiss vorzufahren. Wahrscheinlich, ne? Oh, da ist eine Mauer. Oh, ich hab seine Kette zerstört. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Oh, das war der letzte sogar. Das war's jetzt. Jo. Wir haben ein Gefecht geschafft. Jo. Ey, cool, der Quip hieß Arti 12345. Wahrscheinlich wird schon ein Arti 1234, 123, 12, 1 und eine Arti geben. Jo. Und dadurch. Wenn eine Arti heißt, wieso fährt denn der keine Arti? Du kannst Fragen stellen. Fährt dann das Spätpanzerchen. Und fährt dann auch noch den Grab. Weil manche nennen sich wie ein Panzer, fahren den aber nicht. Jo. So wie sie heißen. Das ist der Witz manchmal. Mhm. Weil sie den total scheiße finden oder so. Das ist oft so. Ich sag nur eins, bei mir ist es, fängt mit L an. Den ich hasse. Leopoldina? Leopoldina. Genau. Ja, genau, wahrscheinlich. So, was haben wir bekommen? 128.000 Credits und 6.279 Reputation. Wie viel Damage haben wir gemacht? Nur 12.769. Ja gut, okay. 13, ich war knapp unter dir. Bisschen knapp, ja, genau. So, ja gut, dass der T15 viel Damage gemacht hat, ist klar. Das ist schon. Sein Dauerfeuer. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie viel Schuss der hat. Weiß ich gar nicht. Der hat 20 Schuss. Eine ganze Menge. Glaube ich, war das. Ja, so wenig, ja. Aber der teilt dann wahrscheinlich aus damit. Teilt 200 Schaden aufwärts. Ja, genau, okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, ja, Let's Play Vertretung oder so. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.